Lasst mich euch eine Geschichte erzählen von einem sehr, sehr mutigen Piraten. Alter, das fängt ja schon wie eine geile Kindergeschichte an. Egal, ich erzähle euch eine Geschichte, Leute, die ich als Solo, natürlich mal wieder, gegen einen ganzen Tribe und diesmal auf hoher See gekämpft habe. Davon abgesehen habe ich mich mal wieder komplett überschätzt, aber eine gute Show hingeliefert und habe mir wieder mal einen geilen Fight gegeben gegen einen fetten Tribe. Dabei wurden Schiffe versenkt, Basen zerstört und was da alles passiert ist, seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das Ganze, hat mich sehr viel Arbeit gekostet und ich wünsche euch was, viel Spaß, let's go! Atlas ist nicht das einfachste Spiel, denn man braucht eine ziemlich große Menge an Spielern und gerade ich habe als Solo wenig Chancen. Wie das Ganze aber eskaliert und einfach mal von 0 auf 100 dreht, sieht ungefähr so aus. Von Stürmen... Scheiße! Alter! Okay, beidrehen! Okay, beidrehen! Haben wir! Okay, ja, scheiße, ja! Gegnerische Flotten. Oh, da ist es. Wir sehen das Schiff, Leute. Feuer. Oh mein Gott, fuck, die haben Kanonen drauf. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Wir kriegen eine... Oh mein Gott. Nicht getroffen. Sehr schön. Und noch mehr Schiffen. Fuck, da ist noch ein Schiff. Ist das auch von denen? Ich sehe es nicht. Das ist auch von denen. Fuck, Mann. Okay, Gas geben. Alter, da kommt noch ein Schiff. Oh mein Gott. Fuck. Okay, Gas geben. Scheiße, Mann. Da kommt noch ein Schiff, Junge. Der trifft nicht. Okay. Das trifft. Digga, auf einmal Massenschlacht hier. Oh mein Gott, das trifft. Okay. In Wind. Wir müssen ein bisschen weg jetzt hier. Aber bevor wir mitten ins Geschehen einsteigen, würde ich sagen, fangen wir mal ganz von vorne an. Leute, du, der Alte, haben Sees auf Piratentour. Und ich habe hier was gefunden. Hier sind ein paar Landsmänner. Ich glaube, die müssen mal ein bisschen zurechtgewiesen werden, oder? Haben hier schon... what the... Hier einiges an Stuff. Bin nur ein kleiner Pirat. Deiner... Können wir mal bitte kurz über den Körper reden? Wie gut sieht das bitte aus, Alter? Er ist so 1 Zentimeter groß. Guckt euch das an! Wie geil! Der kleine Pirat, Alter. Es ist so geil. Heilige Scheiße. Okay, Leute. Wir sind jetzt Pirat. Und wisst ihr, was Piraten machen? Richtig. Piraten sind Piraten. Klauen sich alles. Die besorgen sich das, was sie brauchen. Und ich habe hier meine Opfer gefunden. Ich hatte jetzt nicht vor, anzufangen hier. Aber die Gelegenheit bietet sich an. Und das werden wir jetzt tun. Ein Speer. Okay, also wer Atlas nicht kennt, Leute, Atlas ist ein damaliges Projekt von Studio Wildcard gewesen, beziehungsweise ist es immer noch. Einige kennt es vielleicht auch noch von Sharks, hat glaube ich auch mal dazu ein Video gemacht. Ich für meinen Teil habe Atlas mehrere tausend Stunden gespielt, genauso wie Ark. Ich habe mich auch in die Sucht ziehen lassen und habe seitdem einige tausend Stunden in diesem Spiel auch gesammelt. Und heute auf Piratentour. Und ich wollte schon öfters mal so ein Video machen. Deshalb wird es heute passieren. Und ich erzähle euch die Geschichte eines solo spielenden Piratens auf der großen, weiten Welt von Atlas. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video, Leute. Und ja, würde sagen, legen wir los. Das sind solche Minenteile. Die kann ich euch mal zeigen. Da kann man... Da ist eine Schildkröte. Da sind mehrere Schildkröten. Die müssen wir mal töten. Für eine Axt brauche ich noch Fiber. Kleiner Tipp, um euch nicht zu verwirren, es gibt in Atlas sehr viele verschiedene Ressourcen, ja. Also es gibt für Fiber ungefähr 8 verschiedene Arten, das seht ihr auch hier. Hier gibt es einmal Fiber und ja, perfekt, das andere Fiber habe ich jetzt nicht, aber egal. Ich glaube, es ist, macht schon Sinn, was ich da mal gerade sagen wollte. Da gehen schon die Probleme los. Als Pirat haben wir natürlich keinerlei Zeug zu essen. Wir müssen uns natürlich irgendwo was stehlen. Ich weiß auch ganz genau, wo wir das herkriegen. Außer natürlich ein bisschen hier, die Dings und ein bisschen Kokosnuss. Ja, müssen wir natürlich auch verspeisen. So, und jetzt wäre es mal höchste Zeit für eine Rüstung, weil wir können hier nicht die ganze Zeit nackt rumlaufen. Genau, hier seht ihr es. Das ist jetzt eine andere Fiberart, die heißt Jute. Da kriegen wir auch deutlich mehr raus als bei diesen hier. Da kriegen wir nämlich nur 1. So, sehr gut. Jetzt haben wir eine Rüstung. Ich würde gerne noch einen Bogen machen, mal eine Waffe haben. Haben wir uns hier noch ein bisschen Jute mit. Können wir ganz kurz drüber reden, wie cool das aussieht.
warum der Charakter so klein ist. Ich finde es so cool. Es sieht so geil aus. Oh Mann, ey. Da vorne haben wir unsere, die ersten Siedler dieser Insel. Und die haben tatsächlich auch ein Schiff. Boah, ich sehe gerade, ich glaube, ein Schiff ist weg. Die sind weggefahren. Okay, Moment, vielleicht ist das meine Chance, ein bisschen Zeug zu stibitzen. Haben wir hier? Kohle. Ich weiß, dass Kohle gut ist. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Hier auch noch was zu essen irgendwo. Hier ist was zu essen. Jawohl. Hier auch. Boah, hier sogar per Prime Meat. Oh, hier haben wir noch mehr. Beeren. Geh mal aufs Schiff von denen. Haben die da was? Die haben ihr Deck offen gelassen. Scheint niemand zu sein. Hier kann man die Schiffe bauen. Ja. Und wenn die das haben, ist da meistens Ressourcen drin. Die kann man nicht abschließen. Hallo? Ich dachte, die kann man nicht abschließen. Dann kann man die abschließen, hä? Das war nicht so geplant. Ah, scheiße. Gut, dann Abbruch. Noch eine Sache erklärt, bevor ihr jetzt fragt. Hier rechts sind Vitamine, die ihr seht, über meiner XP-Leiste rechts. Beziehungsweise über dem XP-Balken. Das ist einfach, ihr müsst verschiedene Nahrung fressen, damit der hier keinen Vitaminschock kriegt. Und als nächstes wird es Zeit, uns mal einen kleinen Unterschlupf zu bauen. Weil ich glaube, lange sollten wir hier nicht nackt rumrennen in der Gegend. Das ist nicht so vorteilhaft. Genau, die Skillbäume sind hier ein bisschen anders als in Ark. Vielleicht kennen einige halt das nur über Ark. Aber es ist ziemlich gleich. Ich meine, ihr seht es ja hier. Okay, ich möchte nämlich Holzstrukturen bauen. Das haben wir hier, Secrets of Building. Alles klar, da müssen wir noch leveln. So, hier haben wir eine Schatzkarte. Common Treasure Map E5. Wir sind in F5, also ist der Schatz leider in G5, aber den können wir uns später noch abholen. Das erste will ich mir erstmal eine kleine Farmhütte machen. Hier ist eigentlich ganz passend. Und die Tür. Perfekt. Wir haben unsere kleine Bude. Da machen wir natürlich auch gleich ein Feuerchen rein. Und hauen da mal Fleisch hin. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen skillen. Dann haben wir es geschafft und können uns ein Boot bauen. What the fuck, Leute? Geh hier ab. Alter. Oh mein Gott. What the fuck? Hello, my friend. Is this your house? Habt ihr einen Chat? Ah! Du Wichser! Es gibt Drache, Junge. Ja, gut. Wenn mein Aim natürlich so gut wäre. Wenn dann die Waffe geht, muss ich weg. Erklärung, Leute. Das da ist eine Swivel Gun. Und die macht eine dick Damage. Wirklich dick. Ich glaube, mein Arc-Aim ist besser als dein, Kollege. Alter, ich sehe gar nicht. Ich werde komplett geblendet von der Sonne. Aua. Oh mein Gott, hat eine Bola. Ich muss weg. Fuck. Hit. Ja, wirf doch. Ah! Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, die Bola ist halt nicht lang. Okay, das ist gut. Digga, ich wollte doch nur Hallo sagen, ihr Pisser. Oh mein Gott. Scheiße, ich bin down. Ah, fuck. Hide. Fiber, ja. Oh, man braucht mehr Fiber. Nach dieser kurzen PvP-Erfahrung ging es für mich weiter, und zwar das Ziel, ein Schiff zu bauen. Denn ein Pirat ohne Schiff ist kein Pirat. Jedoch kann beim Schifffahren einiges schief gehen. Und nicht nur das Wetter kann sich verändern. Okay, Leute, jetzt haben wir ja auch mal eine ordentliche Rüstung. Perfekt, jetzt sehen wir schon mal auch wie ein Pirat aus hier. Achtung. Yo. Kleine Pirat, Alter. Wir haben schon wieder Wasserprobleme. Willst du was trinken? So, das Ding ist halt, die sind schneller als ich. Viel schneller. Oh mein Gott! Das meinte ich mit Packe. Die haben dann Turret aufgestellt. Die Wichser. Scheiße. Das wusste ich nicht. Kacke. Okay, wir müssen da weg. Los! Ja! Oh. Geschafft. Jetzt. Okay. So. Wir können das Schiff bauen. Zack. Da haben wir's. Boom. Okay. Schnell an Bord. Schnell rein. Erstmal Bett placen. Ja, ich würde sagen, das Bett machen wir. Okay. Campfire können wir nicht. Storage Box können wir machen. Sehr gut.
Und nach dem ganzen Beladen machte ich mich bereit, in See zu stechen. Ich will eigentlich da vorne irgendwo halten. Okay, doch, Moment. Ich lade kurz alles ab. Alles von dem Shipyard. Zack. Jetzt schnell ablegen. Wie nennen wir das Schiff? Wir nennen es, habt ihr es gesehen? Da ist ein Spieler. Seht ihr den beim Elefanten? Nein, ich habe keinen Fernglas. Er schießt gerade mit der Packel. Okay. Okay. Moment. Release Ship. Kennt auch sicherlich alle die Flying Dutchman. Wer nicht? Holt Piratenfilme nach. Ist wichtig. Okay. Das erste haben wir alles. Okay, dann, Leute, das ist auch neu, die Animation da oben. Das erste ist, wir haben jetzt keine Leute. Wir haben jetzt keine, wie heißt das? Keine Seemänner. Oder Seefrauen oder was auch immer. Keine Matrosen. Das heißt, wir müssen alles selber machen. Segel drehen und so ein Scheiß. Das wird sich aber ändern. Ja, aber jetzt lass mich erstmal navigieren. Ich fahr mal da hinten an Land. Da rechts. Okay, go. Segel auf. Okay, Moment, so. Segel ein bisschen offen lassen. Weg an Steuer. Ich bin guter, ich habe Führerschein. Ich bin guter Fahrer, Leute. Achtung. Und Anker. Ich bin guter Fahrer. So. Flying Dutchman ist da. Segel zu. Jetzt heißt es, Achtung, ganz wichtig, Leiter hinholen. Tipp, man kann die Leiter pfeifen. Hallo? Ich dachte, man kann die Leiter pfeifen. Jetzt. Ist ganz cool. Fragt nicht warum, man kann sie pfeifen. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. So, Leiter zu. Und jetzt heißt es, schnell Zeug zusammensuchen und so schnell wie es geht verschwinden. Ich habe also mein Schiff beladen, alle Ressourcen draufgepackt, die ich finden konnte, damit ich genug zum Reparieren habe, falls wir irgendwo Löcher haben, weil wir wollen ja, dass das Schiff nicht untergeht. Und habe mich dann aufgemacht zu neuen Ufern. Die Flying Dutchman. Ich weiß, die Dutchman ist eigentlich natürlich viel größer und furchterregender, aber das kommt ja noch. Nach der Tour bin ich erstmal mit meinem ganzen Stuff so weit weggefahren, wie es geht. Hab mir eine Base gebaut, hab mir einen Bären gezähmt, damit wir was zur Verteidigung zum Farmen haben. Und hab mich dann irgendwann sicher an einem sicheren Hafen ausgelockt. Und da geht's dann weiter. Scheiße. Das Schiff sinkt, Alter. Fuck. Verdammt. Schnell. Oh mein Gott. Alter, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt eingeloggt. Fuck. Kit. Wood. Scheiße. Wieso sinkt mein Schiff, Alter? Oh mein Gott. Nein. Wir haben Lex. Wo? Alter, überall. Scheiße. Nee, es wird sinken. Kann nichts tun. Fuck. Von Bord, Alter. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Ach, Digga. Alter, das kann man sich nicht geben, Leute. Das ist doch scripted. Oh mein Gott. Ja, ey, das ist doch unfassbar. Ich bin extra jetzt eingeloggt, dachte mir, okay, logst du früher ein, bevor dein Schiff untergeht. Ey, es geht genau jetzt unter. Ihr habt's gesehen, es ist in 10 Sekunden ist untergegangen. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was soll die Scheiße? Ja, ganz, ganz große Klasse. Gut. Ja, das ist jetzt richtig beschissen. Also hieß es, erstmal ein neues Schiff besorgen. Dann müssen wir zum Hafen. Hier gibt's nämlich einen öffentlichen Hafen, wo man hingehen kann. Sinken. Genau. Boah. Jetzt können wir uns hier ein Schiff holen. Müssen wir uns halt einen Sloop holen. Und das ist halt fucking viel zu klein. Wood und Tide. Ach, das ist doch jetzt so Big F. Das macht mir so einen Strich durch die Rechnung, Alter. Ich wollte doch jetzt ein neues Schiff bauen, Mann. Gott. Der Zurücksegel. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen, halt. So. Schaluppe heißt das Ding jetzt. Ja, das Ding ist halt viel zu klein, Alter. Da passt der Bär nicht mal im Ansatz drauf, glaube ich. Wartet mal. Probieren wir es mal aus. Ist auch kein Bett drauf, ne? Das ist. Ach du Scheiße. Hier kann es ja nur krachen, Leute. Also wirklich, hier kann es ja nur krachen. Schiff überladen oder geht's? Ja, toll. Das Schiff sinkt, weil der Bär zu schwer ist. Kacke, Alter. Okay, Moment. Wir müssen. Moment. Bett. Genau, Bett craften. Ja, wir sind massiv überladen. Das ist richtig schlecht. Muss ganz viel Zeug loswerden jetzt. Wird dann runter damit.
Gut, ich würde sagen, fahren wir dann so zum nächsten, zur nächsten Insel, oder? Ah, wir bewegen uns. Mein Gott. Nee, könnt ihr schon mal, wie lahm wir sind. Ach du Scheiße. Nee, da fahre ich ja bis morgen noch so. Wieso ist denn der stehen geblieben? Hallo? Alter, wehe, der schießt mich jetzt ab. Dann werde ich sauer. Wir gurken hier mit so einem kleinen Kackschiff rum, ey. Ich kann's nicht. So eine Scheiße. Nur weil das Kackschiff untergegangen ist. Mann, das ärgert mich so. Okay, wir fahren jetzt ganz vorsichtig vorbei. Wir machen noch kein PvP, Leute. Wir haben noch keine Kanonen und kein dickes Schiff. Wenn ich das neue Schiff gecraftet habe, geht's ab. Dann holen wir uns eine Crew und machen uns Kanonen und bomben die Leute weg. Aber jetzt kann ich mich nicht mit denen an. Es ist ein Handelsschiff, glaube ich. Also der hat, der handelt. Aber warum, was macht der hier? Chillt hier einfach nur. Der Wellengang ist auch mal wieder maximal ekelhaft. Ja, das wird jetzt erstmal eine Minute dauern, dahin zu segeln, ne? Ich würde sagen, ich gebe euch Bescheid, sobald wir in der Nähe sind. Oder falls was Neues ist. Wir müssen jetzt einfach einen guten Spot zum Halten finden. Ja, neben dem da. Also da vorne an der Ecke. Und merkt euch hier gut, wo wir sind, Leute. Weil dieser Hafen wird für die nächsten Tage meine Zuflucht sein. Sagen hier halten wir. Gut, dann lasst uns mal eine Smithy craften. Meine Mission war also, mir ein neues Schiff craften und erstmal eine kleine Base bauen, um mich wieder zu rebuilden. Und dann geht's ab in die Action. Genau, sowas. Hier ist da Metal drin. Oh ja. Baby, baby, ja. Metal einladen, gewitzen und weg. Ich hab halt kein Schiff jetzt, ne? Wenn da jetzt einer kommt, dann kriege ich die Krise. Jetzt. Drei Bären wieder heilen. Okay, wir haben ihn gleich. Jawohl. Okay, Wolf, zeig, was du kannst. Ah, 23 Damage ist ja ziemlich kacke. Ich dachte, der ist stärker. Erstmal ein Bär mit seinen 50 deutlich geiler. Aber gut, wir haben jetzt einen Wolf und das kann nicht schaden. Ist das hier gelockt? Oder nicht? Nein. Oh, ja, danke. Da hat sich einer gedacht, müssen wir mal ein bisschen was hier lassen. Ja, geil, Alter. Das nehme ich natürlich direkt an. Perfekt. So, Tramp. Boom. So. Komm mal, viel größer das Schiff. Viel geiler vor allem auch. Halt mal die Kiste an hier. Wow. Stunden über Stunden vergingen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich für mein Schiff brauchte. Kanonen, Segel, Reparaturstuff. Alles rangeholt. Hab das Schiff dann komplett beladen. Alles reingepackt. Und mich dann los auf See gemacht. Doch, wir machen auf allen Seiten Kanonen. Was da? Das wird ein Kampfschiff. Na toll. So wie dazu. Wenn wir also gar nicht. Alright, dann habe ich eine bessere Idee. Wir machen Kanonen vorne hin. Und an die Seite machen wir einzelne Kanonen jeweils. Gut, da ist alles Wichtige drin, erstmal zum Reparieren. Alright. Ich glaube, wir sind ankerbereit. Beziehungsweise abfahrbereit. Ich brauche noch meinen Bogen. Genau, falls einer aufs Boot kommt, Heike in die Hand und dem einen in die Fresse geben. Okay, Leute, ich glaube, wir sind abfahrbereit bis Erste. Würde ich sagen. Schwingen wir die Nicht-Segel, weil wir keine Landsleute. Landsleute. Weil wir keine, aber jetzt geht los, Alter. Yo, die Kiste geht ab. Boah, wie schnell die Kiste ist. Und somit mache ich mich auf eine Reise voller Action und Abenteuer. Weiter geht's mit Tag 4. Wir müssen, hoch Schatzkarten finden. Ja, und ein bisschen Gold besorgen. Weil ohne Gold, ich brauche eine Crew. Das geht nicht. Und ohne Crew können wir nicht fighten, ja? Weil wenn die Kanonen sind, Leute, weil, Achtung, dann geht das Ganze so, ja? Wenn einer kommt, dann machen wir nämlich R. Ja, und dann werden die Kanonen ausgefahren. Dann kriegt er erstmal einen in den Arsch. Aber, wie ihr unten links seht, haben wir keine Kanonenkugeln. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch ein, zwei Level machen. Und das machen wir durch die Schatzkarten. Und dann können wir Kanonenkugeln machen. Und dann geht's ab, Leute. Und dann geht's ab. Ja, ich mache 5 Minuten Schatzjagd und dann passiert direkt das. Hallo. Yo, 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 chill, chill, chill. I just want my treasure, bro. Ach. Digga, die rasten komplett aus. Ach. Verdammt, Digga. So, Leute, ich wurde gerade gekillt. Danke dafür, Leute, für diese Freundlichkeit. Ich habe wirklich eine Sekunde da gehalten. Es sind direkt 2 Leute mit Gleiter gekommen und haben mich direkt gekillt. Herzlichen Glückwunsch. Haben mein Schiff auf. Ach, wie kann man denn so... Junge.
viel Spaß, euch hier nochmal durchzukloppen. Let's go! Wichser! Schnell! Degel auf Digi! Die Junge! Er kommt! Drehen, 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 drehen! Komm wieder! Ja, ich bin down. Digga, weg vom Steuer, weg vom Steuer! Ich kann nicht weg! Es buggt! Digga, ich raste so aus, Digga! Meine Fresse! Ich bin jetzt eigentlich raus, ja, die machen meinen Mast kaputt. Wartet mal, ich hab eine Idee. Hab ihn abgerissen. Wisst euch, ihr Wichser. Lege wieder auf. Wichser. Ich hab ihn so outplayed, Junge. Ich muss noch mein Steuerrad placen. Komm schon! Digga, das ist so dumm, dass er mich hier drin hitten kann, Mann! Das ist so wack! What the fuck? Warum kann ich es hier nicht placen? Ach, Digga, Mann! Digga hat keinen. Okay, Rückwärtsgang, 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 los. Digga, WTF! Sei da mit einer verfickten Krabbe, Junge! Kann ich jetzt bitte einfach hier weg? Er dreht schon um, Digga. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste hier gleich aus. For real jetzt. Meine Güte. Diese Wichser, Alter. Holy shit. So, es chillt keiner auf meinem Mast oder so. Für mich ging es aber weiter, weil ich brauchte Gold und ich brauchte eine Schatzkarte und deshalb habe ich mir nochmal einen Bären getamed. Bin dann los und hab mir endlich das Gold von der Schatzkarte geholt. Weil sonst konnte ich keine Crewmitglieder anheuern. Ah, E3. Ah, das ist sogar hier. Das ist sogar... Actually, also es ist hier auf der Map. Ohne Tame-Schatzkarten zu... Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, da ist eine Packel. Ach, Digga, Mann! Ich hasse es! Da, warte, wie? Ach, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Die Hitbox ist so dermaßen beschissen, dass ich nichts treffe. Ah, ich hab's. Meine Fresse. Nichts hier weg hier. Gut. Ja. Ah, der ist halt auch nur Level 2, ne? Aber ist egal. Das ist... Na, 180 Grad Drehung. Leute, wir haben da so ein Problem. Fuck, Mann. Segel auf. Jetzt bloß nicht in den reinfahren. Sehr belastend. Ah, ja. Scheiße, drehen, drehen. Ich hab's noch. Ja. Hab schon. Okay, das sieht gut aus. Alter. Beidrehen. Okay. Sehr gut. Seht ihr das Rote hier? Das ist die Schatzkarte. Das ist sehr, sehr gut, wo wir hier sind. Ankern. Alter, warum muss es denn jetzt so stürmen? Übrigens hoffe ich, dass in Ark 2 und auch in Ark 1 Unreal Engine 5 es auch so geiles Wetter gibt. Von den Sounds her und den Effekten. Ich liebe Wetter. Außer Nebel. Nebel ist kacke. Jetzt auf den Bären setzen. Okay, ich hoffe, wir schaffen die Karte. Ist nicht allzu krass, aber die Leute, die da rauskommen, manchmal sind die schon deftig. Okay, die kommen auf einmal hier raus. Ah, die gehen. Was ist schon? Ja, das war's schon. Let's go. Okay, das war weniger als gedacht. Oh mein Gott. Das hat dick Level gegeben. 7 Level, holy shit. Okay, geil. Alter, so geil. Blut, guck schon mal die Blut. Guck schon mal das Gold an, Alter. Boah. 700, tschüss. Okay, sofort. Aber ganz schnell ins Schiff bringen. Premium-Ware.
werden an Bord. Weiß auf die Leiter. Wir gehen mit Enterhaken hoch. Okay, go. Dann oben. Zack. Ganz wichtig, das Gold wegbringen. Ganz wichtig. Rein. Yes, wir haben es geschafft. Alter. Meine Güte. Okay, und jetzt müssen wir den nächsten Freeport ansteuern. Und der ist, ich glaube, D4. Und ab geht's zum Freeport. So, das ist perfekt. Der Wind ist gerade relativ entspannt, ist nicht stark, der Wind. Deswegen kann man hier gerade so easy fahren. Zwei Galeonen, Alter. Mich verarschen? Oh mein Gott, die sind auch orange. Star quer durchfahren. Aber auf gar keinen Fall zu der roten. Die macht viel zu viel Schaden. Los, gut. Der eine soll beisteuern. Alter, das kann so krachen gleich. Holy shit. Die ändert den Kurs. Einfach vorbeifahren, ohne irgendwas zu machen. Piss dich. Schießt schon mal nicht. Ist gut. Die bitte auch nicht. Immer nochmal gut vorbei weggekommen. So, jetzt machen wir hier ein Lenkmanöver rein zu dem Totenkopf. Okay, beidrehen. Okay, gehen mal ein bisschen Speed rein. Perfekt eingepackt, Alter. Okay, nicht ganz, aber halbwegs perfekt. So, dann holen wir uns mal Goldcoins. Zack. Ah, was ich jetzt noch... Ah, shit. Wir müssen Captaineering skillen. Ja, dafür haben wir jetzt nur 10. Dann reichen die Punkte wieder nicht. Manu. Okay, wir können 7 Crewmitglieder an Bord mitnehmen. Erstmal. Sonst ist der Platz auf dem Schiff aus. So, mein Guter. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, meine Landmatrosen. Einmal folgen, bitte. Hallo, folgen. Jawohl, danke. Guck mal hier, alle, die ganze Armee hier. Gut, die Hälfte ist im Wasser. Super, das haben wir. Einmal an Bord, bitte. Zack. So, und jetzt. Finally. Use Sail. Use Cannon. Und du, Kollege, kommst bitte an das große Segel hier hinten. Joe Black. Jawohl. Zack. Dann haben wir alle Kanonen bemannt, außer diese hier. Und die ignorieren wir einfach. Packt jedem erstmal 5 Gold ins Inventar, weil die müssen halt bezahlt werden, sonst meutern die irgendwann. Deshalb auch das ganze Gefasel um das Gold hier die ganze Zeit, was wir hier überhaupt machen. Okay. So. Und jetzt ist mein Leben 1 Million mal einfacher. Weil jetzt, Leute, passt mal auf. Ihr Schiff drehen. Kann ich einfach die Segel von hier auf und zu machen, ohne abzusteigen. Und das ist das Geilste, was es gibt. Kann sie auch drehen. Oder es gibt es überhaupt nicht. So, und jetzt kann die Action losgehen. Jetzt kann man mit Fullspeed hier rausdüsen. Woo, let's go. Ja, das müssen wir aufpassen. Oh, hallo, nicht in die Wand crashen. Oh, shit. Ja. Hat keiner gesehen. Beisteuern. Gut, passt wieder. Ne, wir müssen nämlich eh hier halten jetzt, weil ohne Kanonenkugeln können wir auch nicht schießen. Deshalb müssen wir jetzt hier einmal halten noch. Craft die Kanonenkugeln. Wir machen das Schiff und dann geht's ab. Box machen wir mal hier hin. Befreien. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal runter und werden da uns Zeug dann zusammen sammeln. Alright. Segel setzen mal, Kameraden. Let's go. So, jetzt kann man hier nämlich auch. Zack. Kanone ausfahren. So. Na, laden nach. Zack. Wenn jetzt jemand kommt, haben wir hier schön 3 rechts, 2 links. Für ein bisschen ballern. Aber die machen wir erstmal wieder zu, die Luken. Weil dann sind wir langsamer. So, und sobald wir ein Schiff sehen, würde ich sagen, schieß mal ein bisschen, oder? Hätte ich Bock drauf. Aber wir müssen gucken, wir haben halt nicht viel Schuss. Wir können so 3-4 Mal pro Kanone ballern, dann ist er wieder gut. Also mit einem großen Schiff können wir uns nicht anlegen. Regnet es? Es regnet, fuck. Scheiße! Ah! Digga, ich bin komplett unter Wasser, what the fuck? Und die sind schon wieder Zyklone, Alter. Gibt's doch nicht. Okay, Segel in Windrichtung.
Scheiße! Alter! Okay, beidrehen. Wir sind gleich wieder raus. Da vorne ist die Gridgrenze. Digga, mein Schiff ist komplett unter Wasser, Junge! What the fuck? Okay, beidrehen. Haben wir. Okay. Ja, scheiße, ja. Okay, ist aber safe. Gut. Einmal durch. Ah, wir müssen sogar hier links lang. Eins, was ich gelernt habe in Atlas-Erfahrung, ist erstens mal, ich lenke nach links. Warum fährt mein Schiff nach rechts? Kann mir das mal einer erklären? Links, Bro. So. Wenn man ein großes Schiff hinter sich hat, ja, dann ist die einzige Chance, die man easy entkommen kann, dass man halt den Wendekreis von dem Schiff benutzt. Ich meine, das Schiff, wo wir hier sind, hat schon einen beschissenen Wendekreis. War früher nicht so. Aber die Großen haben bestimmt noch mehr Struggle. Und deshalb muss man halt dann schnell umdrehen und wegfahren, weil bis die gedreht haben, ist man schon lange weg. Aber wenn die halt einmal einen in der Breitseite haben, hast du ein Problem. Ah ja, das waren noch Zeiten damals. Ach, jetzt habe ich das vergammelte Fleisch gegessen. Na super. Meine Reise ging weiter Richtung Heimathafen und dann habe ich etwas vor mir entdeckt. Perfekt, so jetzt können wir ganz viel Gunpowder herstellen. Sehr gut. Nee, sogar Metal haben wir sogar noch genug. Würde ich sagen, yo, guck dich mal bitte den Himmel an, wie geil das aussieht. Alter. Einfach rot alles. Okay, der Kurs steht. Okay, repariert. Kein Regen jetzt. Ich brauche keinen Regen jetzt. Es regnet. Ach, das ist doch ein Witz. Bitte keine Zyklone. Mist, ich. Oh, da ist es. Wir sehen das Schiff, Leute. Fuck, die haben auch. Die haben dasselbe Schiff. Nein, die haben ein größeres. Eine Brigantine? Weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein großes Schiff. Den beisteuern. Die haben angehalten. Okay. Feuer! Oh mein Gott, fuck, die haben Kanonen drauf! Scheiße, das habe ich nicht gesehen! Wir kriegen eine. Oh mein Gott! Nicht getroffen, sehr schön! Okay, ich dreh bei. Ich wusste nicht, dass die so viel Kanonen drauf haben, Alter! Ich habe nur keine Gunpods gesehen, dachte mir, okay, let's go! Aber Digga, die haben hier eine ganze Breitseite drauf, die Drecksäcke! Fuck, Mann! Drehen! Okay. Los! Treffen wir? Vielleicht? Ah, nee, drüber. Geh weg. Keine Breitseite von denen kassieren. Wir sind schneller. Die treffen uns nicht. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Drehproblem jetzt. Wir müssen drehen jetzt. Wir dürfen nie einen auf der Stelle. Nee, treffen nicht. Sind zu weit. Keiner hat bis jetzt was getroffen. Das ist gut oder schlecht, das weiß ich nicht. Oh doch, wir haben seine Segel zerfetzt, Alter. Seht ihr das hinten? Seine Segel haben Löcher. Let's go. Okay. Geh mal Gas. Wir dürfen nicht Breitseite gegen Breitseite fahren. Dann haben wir richtig ein Problem. Weil wir sind sehr, sehr, sehr nicht gepanzert gegen den. Der hat dieses richtig lange Schiff. So, jetzt drehen. Breitseite drauf. Komm. Er will auch drehen. Die Drecksau. Geben wir jetzt eine Breitseite. Okay, go. Ah, komm schon. Warum sind die Gunpots nicht offen, Alter? Nein, das ist die zugemacht, die Trottel. Oh mein Gott. Wie lost. Okay, wenn wir den Kurs so halten, treffen wir den. Und können ihn vorne hitten. Aber nicht zu nah dran fahren. Wir dürfen keine Breitseite kassieren von denen. Hey, unser Segel hat schon dick was abbekommen. Wenn wir das Segel verlieren, haben wir ein richtiges Problem. Ich habe, glaube ich, kein großes Ersatzsegel gemacht. Warum auch immer. Ja. Er trifft nicht. Wir treffen beide nicht. Jetzt stehen wir Breitseite gegen Breitseite. Das ist eine ganz schlechte Idee. Er will immer auf die linke Breitseite will er schießen. Mit der rechten, meine ich. Wahrscheinlich hat er da mehr Kanonen. Aber er hat halt das... Seht ihr, was ich meine? Er hat ein richtig beschissenes Schiff, was Wendekreis angeht. Und ich kann ihn halt relativ gut outplayen. Das ist halt das Geile. Los. Ah, treffen nicht. Ist zu weit. Oh, er dreht bei. Oder? Nee. Er fährt weiter. Okay. Jetzt. Gib Gas, Wind. Gib Gas. Okay. Oh, er versucht mich zu snipen. Trifft es? Ja. Ein Treffer. Okay, nicht schlecht. Ein Treffer ist not bad. Fuck, jetzt haben wir ein Problem. Wir dürfen nicht an seine Breitseite fahren. Ich muss Gas geben. Ich darf. Scheiße. Das ist richtig schlecht gerade, wie ich stehe. Seht ihr, wie viel Kanonen der auf dem Schiff hat? Das ist das Problem. Ja. Ist gut so?
Okay, wir rammen ihn, wir rammen ihn. Shit. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Wir haben Damage gemacht, wir haben Damage gemacht auf jeden Fall. Meine zwei Kanonen sind halt... Die machen halt gar nichts. Die schießen nicht mehr. Warum schießen die nicht mehr? Lass uns nicht ablenken. Ich will den ein bisschen abfacken. Wir wollen ein bisschen Action haben, Leute. Vielleicht kriegen wir den ja versenkt. Oder nach und nach. Aber die werden halt schön gegen reparieren. Ist halt so geil, weil wir schneller sind als er. Das ist halt der Vorteil, den wir halt uns ausnutzen müssen. Wir sind schneller und haben einen geileren Wendekreis. Haben die vielleicht keine Kanonen mehr? Treffer. Fuck, da ist noch ein Schiff. Ist das auch von denen? Ich sehe es nicht. Das ist auch von denen. Fuck, Mann. Okay, Gas geben, Gas geben. Wir geben dem. Wartet, wartet. Hallo. Okay, den haben wir auch gegeben. Haben wir gegeben. Digga, jetzt fallen mal 2 gegen 1 oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Den Gas. Ja, war gut. Muss aufs andere Schiff noch aufpassen. Fuck, ich habe gleich keine Kanonen mehr. Keine Kugeln mehr, meine ich. Okay, die schießen. Alter, da kommt noch ein Schiff. Oh mein Gott. Fuck. Okay, okay, Gas geben, Gas geben. Scheiße, Mann. Da kommt noch ein Schiff, Junge. Der trifft nicht. Okay. Das trifft. Digga, auf einmal macht sich Schlacht hier. Oh mein Gott, das trifft. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. In Wind. Wir müssen ein bisschen weg jetzt hier. Sonst kriegen wir auf die Fresse. Ich kann nicht gegen 3 Schiffe gleichzeitig fighten, Alter. Das geht nicht. Okay. Okay, okay. Ich muss gucken, wo ich hinfahren muss. Scheiße. Freeport. Okay, wir sind gut. Wir können in eine sichere Zone abdriften. Ich muss Kanonenkugeln nachladen. Fuck, Mann. Schnell. Okay, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, während des Fights einfach mal unter das Deck zu gehen, aber ich muss jetzt. Kanonencraften. Go. Alter, wir müssen hier ganz schnell weg. Warum ist denn der schon hier? Fuck, Mann. Wo sind wir? Okay, nach rechts. Ich muss. Oder wir machen smart. Wir halten an. Okay, wir dribbeln ihn. Wir drehen. Oh mein Gott. Manöver des Jahrhunderts. Drehen. Digi, dreh. Und jetzt Gas geben. Nee, noch nicht. Scheiß Winkel. Und jetzt Full Speed weg. Und zum Abschluss nochmal schön eine reindrücken. Ich glaube, die eine trifft. Und? Ah, fast. Egal. Kanonenlücken zu, nap in Freeport. Und da sind wir safe. Alter. Geil. Das war Action. An 9. Fast noch. 9. Oh mein Gott, 3000. Fuck. Hier ist ja schon übelst am Dingsen. Okay, hier müssen wir reparieren. Ja, und mit knapp meinem Schiff und einer halben Crew kam ich davon. Und dann habe ich mich zurück zu meinem Heimathafen gemacht. Mir in den nächsten Tagen ein neues Schiff gebaut, eine neue Crew zusammengesucht und habe mal versucht, deren Base zu finden. Und ratet mal, was ich gefunden habe. Hier ist dieses Jesus-Schiff von gestern. Wollen wir da mal vorbeifahren, mal gucken, was da abgeht? Das sind die. Sind die in einem Dock? Sieht so aus, oder? Ich weiß nicht, wir gucken mal. Die sind geankert vor ihrem Tor. Ey, wollen wir das versenken? Ich hätte Bock. Ist die Tür gerade zugegangen? Ja. Die sind da, Digi. Oh mein Gott. Drehen. Wir schießen. Wir haben getroffen. Wir ziehen. Oh, fuck. Nicht in das Shipyard düsen. Shit, lenken. Dem gehen wir nochmal. Bam. Jawohl. Können wir den rauslocken? Der kommt raus, oder? Das sind die von gestern, Alter. Die müssen wir triggern. Treffer. Hier kommt einer. Der kommt. Aber warte, meine Packe müsste ihn erledigen. Ja, von hinten kommt der. Okay. Da. Komm hoch. Ja! Meine Packe hat ihn gekillt, Alter. Let's go. Was hat er dabei gehabt? Ja. Wer auch immer das ist. Der tut mir jetzt übelst leid. Aber... Den plätten wir jetzt. Ich weiß nicht, wer das ist. Moment. Doch, das sind die. Ja, warte. Halt. Anvisieren. So, beidrehen. Luken auf. Komm, das versenken wir. Ja. Okay, alles drauf. Ja, das Schiff ist weg. Okay, ich mache Luken zu. Your Company, ja, wir haben es versenkt, Alter, let's go. Das war zwar kein großes Schiff, aber wir haben es versenkt. Okay, wir machen jetzt was Smartes. Ich fahre jetzt kurz hier an Land. Ja,
ja, crafte neue Munition und bombardieren wir deren Base, okay? Das machen wir jetzt. Und für die Action, die ich denen gegeben habe, haben die sich ganz schön gerecht. Und das, ja, hat mein Schiff leider nicht so gut ausgehalten. So, jetzt ist schön Nebel. Alter, hier ist ja noch ein Schiff von denen. Ich sehe halt jetzt nur noch gar nichts, aber egal. Ah! Du Wichser! Nein! Gib Gas! Er hat meinen NPC getötet! Die Drecksau! Waren die das? Ja, das waren sie. Okay, Baby. Ihr wollt Krieg, ihr kriegt Krieg. Kein Problem. Bis jetzt war alles noch entspannt. Ja? Okay, okay. Kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Wenn ihr das so wollt. Boah, jetzt will mein Charakter schon wieder trinken. Ey, ich krieg die Krise. Sterben wäre gar nicht mal schlecht. Mein NPC gekillt. Das ist halt der Nachteil, wenn die NPCs oben stehen, ne? Ich kill mich mal kurz, damit das Wasserproblem wenigstens weg ist. Die Vitamine können ja bleiben. Habe ich kein Problem mit. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich habe das Bett vorhin abgerissen. Und es vergessen zu neu zu bauen. Wir haben kein Bett mehr auf dem Schiff. Oh mein Gott, wie dumm! Nein! Wir müssen ganz schnell dahin. Ganz schnell. Wo sind wir? Wo sind wir? Da. Bewegen wir uns richtig? Falsch. Da lang. Alter, wie dumm. Ich habe kein Bett gebaut. Ich Vollidiot. Nein. Das ist so dumm. Alter, wie lost. Mein Gott, wie dumm. Ich habe mich gerade gewundert. Wieso kann ich kein Bett auswählen? Ja, kein Wunder. Ach, du Scheiße. Nein, Alter. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich von der Puckel abgeschossen, oder? Vielleicht hier irgendwo im Wald oder so. Ja, ich wusste es. Nein, die dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Jetzt hab ich Cooldown. Nein! Das gibt's doch nicht! Wieso? Wieso? Spielmann! Warum? Wieso? Mann! Das gibt's nicht! Ey, ich krieg die Krise, Leute. Hass es nicht. Ich hab an alles gedacht, außer ans Bett. Oh mein Gott! Beziehungsweise ich hatte ja das Bett, aber ich hab's abgerissen, weil ich dachte, ja, egal. Ich hab ja das Steuerrad dann dahin gesetzt. Ich hab nicht mehr ans Bett gedacht. Nein! Alter, wie dumm! Okay, alles gut, solange da keiner jetzt rausfährt. Wenn da einer rausfährt, habe ich ein Problem. Und dreimal dürft ihr raten, was da passiert ist, 2 Minuten später. Nein, er fährt genau auf mein Schiff, Mann! Nein! Kacke! Das war doch nicht geplant, Mann! Oh mein Gott! Ich glaube, der rammt mich jetzt, oder? Ja, er hat mich gerammt. Nein! Das gibt's doch gar nicht! Ich krieg die Krise, Mann! Bitte! Schwimm! Schwimm um dein Leben, Junge! Er ist weitergefahren. Ich glaube, der checkt, dass ich nicht da bin. Scheiße. Bitte schwimme einfach jetzt. Los. Los. Gib Gas. Nein, er dreht um. Er dreht um. Nein. Wir sind so lahm. Kann ich schnell hier schwimmen? Das kann man noch. Improve Water. Ja. Schneller schwimmen. Okay, go. Okay, go. Wir schwimmen. Wir schwimmen dahin. Alter, lass mein Schiff in... Nein. Schnell, schnell, schnell. Ich habe schon dunkle Planken. Einfach hin jetzt. Schnell, 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 schnell. Er dreht, er braucht, bis er dreht. Er braucht. Oh mein Gott, er braucht doch nicht. Gib Gas! Leiter da! Schnell hoch! Schnell hoch! Lass mich doch an Bord, Junge! Oh mein Gott! Er rammt mich, er rammt mich! Oh! Wir sinken! Fuck! Es buggt, es buggt! Digga, what the fuck? Gib Gas, gib Gas! Wir müssen weg, wir müssen weg. Ganz schnell weg. Sofort weg. Scheiße, wir haben Planken unten fehlen. Scheiße, Planken, Ersatzplanken, Ersatzplanken. 1, 2, Hammer, go, replacen, replacen, replacen. Es sind die Gunport, scheiße, es sind die Gunport-Planken, das ist ganz bitter. Ich kann aber gar nichts setzen, bitte. Ich muss warten. Oh nein, lass mich doch. Ja, ich weiß, wieso kann ich da nichts setzen, Mann, beeil dich jetzt. Das ist dieser Kackbug, wenn was kaputt geht, da ist ein Schiff. Hallo. Digga, das Schiff geht halb unter, kann ich mal was placen jetzt, bitte? Jetzt! Okay, 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 okay. Reparieren, reparieren. 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 Reparieren, reparieren, reparieren. Aus dem Weg, Digga! Okay, okay, okay. Da kommt noch Wasser rein. Fuck. Nein! Okay, doch, wir traveln. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab mich gerade nur erschrocken. Alter. Das war close. Das war wirklich close, Leute. Das war in allerletzter Sekunde. Okay, Spiel, beruhig dich wieder. Nein, doch nicht. Wieder auf, bitte. Wieder raus. Wir sinken immer noch. Hä, warum? Ach, wegen der scheiß Planke da hinten. Nein, nein, nein. Andere Idee, andere Idee. Schnell. Ah! Eimer, Eimer. Okay, okay. Wir müssen Wasser, Wasser schippen. Schnell.
Gunpot auf. Okay. Wasser nehmen. Und raus. Okay. Ja. Ich bin Profi, Leute. Ich weiß, wie das geht, wie das Game funktioniert. Okay, haben wir? Oh mein Gott, er ist hier. Die Drecksau. Aber er kann mir nichts machen. Er kann mich nicht damagen. Hier ist friedliche Zone. Ey, ich kann... Das ist so dumm. Ich kann die Planke nicht reparieren. Ich gehe unter gerade. Scheiße, ich muss mehr Wasser schippen. Go. Ich kann die Planke... Ah nein, welche ist es? Diese hier. Lass mich doch reparieren. Wieso geht das nicht? Repair. Ja? Okay, okay, wird repariert. Shippen. Ich bin ein Profi, Leute. Ich bin ein Profi. Bei mir geht kein Schiff unter. Niemals. Ja, Wasserstand geht runter. Jawohl, wir sinken nicht mehr. Perfekt. Profis, Junge. Profis. So und nicht anders. Die folgen mir noch, aber die können eh nichts machen. Die Dreckigen. Ah, Yippie, Alter. Warte mal, wartet jetzt drüben das scheiß Schiff auf mich? Oder nicht? Ich weiß nicht, wir bleiben mal, wenn wir fighten, auf jeden Fall hier in der Nähe. Okay, und wie viel wetten wir, dass auf der anderen Seite jetzt ein Schiff wartet? Eigentlich. Okay, okay, sind da. Nein, meine Packel! Bro! Hallo, Mount Swivelgun, wieso geht's nicht? Jetzt. Danke. Ich das eben erledigt für dich. Kein Problem, Kollege. Wo ist mein NPC, Mann? Ich brauche einer der Swivelgun. Scheiße. So, er will fighten. Der Dude. Das kannst du haben, Kollege. Ja, so natürlich nicht. Oh, fuck. Scheiße. Oh mein Gott, habe ich hier... Ja, mir fehlt schon eine Planke unten. Fuck, Mann. Okay, Leute. Es ist vorbei. Also, was ist es? Ist vorbei. So, zack. Nein, 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 nein. Fahr. Ich muss den rammen. Nein, okay, warte. Das andere Schiff, das andere Schiff. Schnell, ich muss nach vorne. Nein, nicht jetzt. Oh! Okay, okay. Wartet, wartet. Scheiße! Ist vorbeigefahren. Oh! Wacht. Oh mein Gott. Komm, ich will wenigstens die Swivelgun noch benutzen. Oh mein Gott, WTF! Ja, wahrscheinlich, oder? So schnell. Ich komm nicht dran, Bro! Das Schiff ist zu weit rechts! Fuck! Ja, das war's. For real, das war's. Wartet das andere Schiff? Komm, komm, komm! Ja, scheiße, ich treffe ihn halt nicht! So eine Scheiße, Mann! Ja, das war's, Leute. GZ! Ja, Digga, wie lame! Und da geht das Schiff unter. Tja, und damit war meine Flotte besiegt. Ich hatte dann noch ein kleines Schiff übrig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Leute. Das ist noch nicht das Ende. Es ist Tag 7 von einer langen PvP-Woche. Und ich habe mich gefragt, wie können wir uns revanchieren und denen einen dicken Rachefeldzug in den Arsch stecken. Dreimal durch die Raten, natürlich habe ich mir was überlegt. Also bin ich auf, habe sämtliche Ressourcen zusammengekratzt, die ich noch irgendwie da hatte. Bin noch was farmen gegangen. Hab mir Mörser gemacht, bin auf deren Insel, hab deren Mainbase gefunden und mich aufgestellt und alles bombardiert, was ging. Und wie das abläuft, seht ihr jetzt. Zumindest bis hier. Genau. Den Mörser, den müssen wir jetzt nämlich auch skillen. Feuer, das können wir uns sparen, weil das brauchen wir ja eh nicht mehr. Mein Plan war es, irgendwie mein Zeug auf ihre Insel zu schmuggeln, aber ohne, dass man mich bemerkt. Und neben ihrer Mainbase habe ich einen kleinen Spot gefunden, wo ich mir einen Tower errichtet habe. Und da habe ich die Mörser aufgestellt. Und ihr könnt euch vorstellen, Mörser sind sowas wie Minenwerfer. Vielleicht kennen das Leute auf Clash of Clans. Und damit habe ich deren gesamten Schiffe und Base bombardiert. Alter, was? Digga, da sind deren Schiffe, Leute. Ey, das ist so heftig. Wir müssen nur hier hin, genau hier die Mörser aufstellen und dann können wir denen so hart die Schiffe wegbomben. Alter, wie geil! Holy shit, Alter! Okay, okay, okay. Der Plan steht. Zurück, erstmal Rückzug. Dann würde ich sagen, ab geht's zur Base zurück. Munition craften und Abfahrt. Doch nicht, wir crashen gegen den Shipyard. Ankern! Nein, was zum... Perfekt eingepackt. Also wir werden das so machen. Der Plan ist praktisch, dass wir hier hochfahren und dann schräg hier rüber. Dass wir, wie gesagt, da ungefähr, wo das Bett ist, halten können.
Oder wenn weiter vorne, dass sie uns halt nicht sehen. Oder, ne, ihr wisst ja. Ich werde jetzt rüberporten. Ich baue das schon auf. Ich habe da ja ein Bett. Weil wenn ich erst anfangen muss zu bauen, die mich vorher erwischen, ist vorbei. Wir können hier bauen, Alter. Okay. Ah. Oh. Gott, wir sind da. Also. Okay. Ja. Jetzt weg. Weg, 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 weg. Schnell zur Base und her mit allem, was wir haben. Ey, perfekt. Unser Tower steht. Bitte wird er nicht gefunden. Okay. Segel auf. Wir haben unseren Tribe umbenannt. Wir haben unser Schiff. Wir haben die Mörser. Wir haben die Munition. Ab geht's. So. Perfekt. Dahin. Ich drehe das Segel nochmal ein bisschen. Okay, Leute, jetzt. Stunde der Wahrheit. Okay, 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 okay. Ankern. Wer? Los geht's, Kumpel. Los geht's. Keine Ahnung, wem das Schiff gehört. Mir ist es nicht. Nein, Damage-Zahlen ist schlecht. Hör auf, Skorpion. Hau ab. Base ist noch da. Die Mörser. Okay. Wir sind drin. Oben. Sehr schön. Replacement. Oh nein. Oh nein! Nein! Wir haben einen Timer von 10 Minuten. Ich krieg die Krise. Jetzt muss ich hier 10 Minuten warten und auf mein Leben überall klarkommen. Alter, die wollen mich doch verarschen. Wartet, wartet. Pick up. Scheiße. Also, uns kennt keiner. Uns kennt keiner. So. Das sind schon mal zwei von deren Schiffen. Ich weiß aber, dass es niemals deren einziger Hafen ist. Ich wette, das da gehört auch alles denen. Oder? Weiß nicht. Okay, Leute. It's Showtime. Wir haben noch 20 Sekunden. Wir zumachen. Der Mercer ist ready. Nachladen. Boah, Alter. Guckt euch mal an die Range. Nein, mit dem haben wir nicht so eine krasse Reichweite. Scheiße, ich habe den zu dumm geplaced. Okay, aber... Doch, wir können... Okay, super, würden wir perfekt das Schiff treffen. Moment, ich, ja, so. Okay. Oh, Baby. Okay, so treffen wir das andere Schiff. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Kann ich es überhaupt so schießen? Nee, ich muss dann richtig dran. Alright, dann lass mich jetzt Folgendes tun. Ja, wir bombardieren die aus dem Hinterhalt einfach, oder? Okay, so Leute, seid ihr bereit? Okay, Guys. Hahaha, es wird so gut. Let's go. Okay, seid ihr ready? Okay, ich würde sagen... 3, 2, 1. Let's go! Schuss. Nachladen. Jawohl. Treffer. Direkt nochmal. Perfekt. Nochmal. Perfekt. Okay. Sehr schön. Nachladen, nachladen, nachladen. Go, 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 go. Keine Zeit verlieren. Chat schreiben. Um nochmal ein bisschen Ärger zu machen. Hey, wir treffen nicht. Wieso treffen wir nicht? Halt. Okay. Guck mal, ob ich jetzt treffe. Ja. Das war ein Treffer. Ja, da läuft der Spieler. Perfekt. Ja. Er will das Schiff rausfahren. Keine Chance, Junge. Keine Chance. Perfekt. Das erste Schiff ist gesunken. Let's go. Komm schon. Das andere müssen wir auch noch versenken. Go, 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 go. Der kann gar nicht so schnell rausfahren. Treffer. Noch ein. Jawohl. Er kann nicht so schnell rückwärts fahren. Jetzt. Er hat nochmal geankert. Boom. Sehr schön. Das war der letzte Schuss. Egal. Wir haben es getan, Junge. Wir haben sie zerstört. Let's go. Sinkt das Schiff jetzt? Ich sehe es nicht. Leaking. Jawohl. Leaking, Alter. Let's go. Es ist komplett am sinken, das Scheißschiff. Okay, okay, okay. Idee, Idee, Idee. Schnell zurück. Zurück zum Schiff. Wir rammen die jetzt noch mit dem anderen, mit unserem Boot. Wir fahren in deren Hafen rein. Ist mir scheißegal. Das kriegen die niemals so schnell repariert. Never, never. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. So will ich das sehen. Nicht anders. Geil. Perfekt. Mein Plan hat genau funktioniert. So geil, Alter. Wir haben richtig... Ah, scheiße. Das Schiff wurde versenkt. Kacke. Egal. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Schiff versenkt wurde. Never mind.
Haben die unsere Dings gefunden inzwischen? Your company killed Carrick. Carrick? Wartet mal, haben wir's gesehen? Alter, wir haben es zum Sinken bekommen! Let's go! Oder? Warte, ich schreibe rüber. Muss ich mir angucken. Ist gesunken? Komm schon. Das wär's. Dann habe ich mein Ziel erfüllt. Wenn wir es zum Sinken bekommen haben. Wartet, wenn wir zwei Schiffe gesunken haben, dann haben wir's. Destroyed Cock. Ja! Wir haben es zum Sinken bekommen! Let's go, Digga! Digga, guckt euch die ganzen NPCs an. Alle tot. Ja! Geil! Wir haben es geschafft, Leute. Let's go! Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, bitte lasst mir dafür eine positive Bewertung da. Es ist eins der aufwendigsten Videos, die ich jemals in meinem Leben geschnitten habe. 52 Minuten volle Action. Ich habe wirklich versucht, es so kompakt zu schneiden, wie es geht. Hier haben wir fast 200 Stunden Videomaterial. Es sind 7 Tage, die ich durchgegrindet habe. Es sieht zwar vielleicht kurz aus, aber da stecken Tage und Arbeit drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Ich küsse euer Herz. Es war super geil. Es hat so Spaß gemacht, das Ding zu schneiden. Und ganz ehrlich, Leute, nach dem Ding habe ich echt Bock, mal mit euch auf den Atlas Office Server zu gehen. Mal gucken, was wir draus machen. Wirklich, ich kann euch nicht nochmal einblenden, wie viele Cuts ich hier in dem Video gesetzt habe. Das war unfassbar. Also, was das an Arbeit war, heilige Scheiße. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wie gesagt, lasst mir eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Projekt. Es geht die Tage weiter. Ich bin wieder fleißig am Schneiden. Gibt man auch ungefähr eine Woche und dann bin ich wieder in meinem normalen Rhythmus und dann regnet das wieder Content, verspreche ich euch. Ja, ich wünsche euch was, haut rein und macht's gut. Ciao.